Herzlich willkommen zurück zu den fortgeschrittenen Konzepten der Funktionalanalysis. Heute sind wir angelangt bei Kapitel 1.6 und das ist überschrieben mit Beispiele für lokal konvexe topologische Vektorräume. Jetzt hatte ich ja im letzten Kapitel schon angekündigt, dass es sich im Wesentlichen darum drehen möchte oder darum drehen soll, dass wir nicht normierbare lokal konvexe topologische Vektorräume konstruieren. Das heißt, das Ziel dieses ganzen Abschnittes ist es genau das. Ich fasse das hier nochmal ganz kurz schriftlich auf. Konstruieren. Ja, die nicht normierbar sind. Ja, und das ist auf den ersten Blick keine einfache Aufgabe, so rum vielleicht besser. Denn alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war ja in irgendeiner Art und Weise normierbar. Oder ich habe halt nur gesagt, dass es nicht normierbar ist, wenn überhaupt. So, und die Idee ist es jetzt, irgendwie rauszufiddeln, was ist denn so eine gemeinsame Eigenschaft von diesen lokal konvexen topologischen Räumen, die sie eben nicht normierbar machen. Und dieses Konzept sozusagen, das diese gemeinsam haben, irgendwie so zu fassen, dass man da irgendwie eine allgemeine Konstruktion draus ziehen kann. Und das machen wir jetzt gerade. Das liefert uns nämlich Satz 1.6.1. Das liefert uns eine generelle Konstruktionsvorschrift, allerdings, sage ich mal direkt, die ist ein bisschen sperrig. Aber wir werden sehen, dass viele Räume, die man so im normalen Alltag, sage ich mal, braucht, wenn man Mathematik betreibt, gerade über dieses Konstruktionsschema gewonnen werden können. Ja, und das ist dann natürlich schon wieder was ganz Angenehmes. Also, Satz 1.6.1. Wir nehmen uns eine Folge normierter Räume. Das ist an dieser Stelle das Gute. Wir können hier wirklich mit einer Folge normierter Räume starten. Wir müssen uns nicht irgendwelche komischen Sachen raussuchen, sondern es ist wirklich ausreichend, einfach normierte Räume zu betrachten. Und das ist ja gerade in unserem Bereich hier, in der Funktionalanalysis, ja unser Butter- und Brotgeschäft. Ne? Weil wenn ein Raum keine Norm hat, können wir in der Regel wenig bis gar keine Funktionalanalysis betreiben. Das heißt, in unserem Rahmen hier ist das schon ganz angenehm. Und dann setzen wir E fest als den Produktraum über alle diese ENs. Ne, der dann natürlich irgendwie implizit automatisch mit der Produkttopologie versehen sein soll, die von der Norm induziert ist. Ne? Also das muss man sich immer jetzt so ein bisschen dazu denken, weil sonst wären diese Sätze viel sperriger, als sie sein müssen. Dann ist die erste Aussage, dass wir auf diesem Raum dann natürlich eine Metrik definieren können. Das ist jetzt noch keine wahnsinnige Eigenschaft. Weil wir haben eine Folge normierter Räume reingesteckt, das heißt, wir kriegen zumindest mal eine Norm in irgendeiner Art und Weise, zumindest intuitiv. Ne? Und dann können wir natürlich den Raum auch metrisieren, das ist ja gar kein Problem. Aber diese Metrik tatsächlich hinzuschreiben, das ist halt dann nochmal ein bisschen Kreativität oder besser gesagt ein bisschen Arbeit. Denn natürlich ist es irgendwie klar, dass man sich zurückziehen möchte auf die Normen, die auf den ENs leben. Und es ist natürlich dann so, dass man hier aber eine Reihe stehen hat. Und das heißt, man muss bei dieser Reihe darauf achten, dass der Bums auch konvergiert. Und das macht man, das ist so ein, quasi so ein funktionentheoretischer Trick, man führt so konvergenzerzeugende Faktoren ein. Und das ist gerade so ein klassisches Ding, man baut da irgendwie eine geometrische Reihe auf. Und das machen wir halt eben auch gerade. Also dann wird durch D von x, y... Das soll sein, die Reihe n gleich 1 bis unendlich. Jetzt nehmen wir 2 hoch minus n, das ist, also diese Reihe an sich, die konvergiert, ja, und jetzt müssen wir aber natürlich irgendwas sozusagen dazu nehmen, dass das auch mit diesen ens in Verbindung setzt. Jetzt wollen wir aber natürlich weiterhin erreichen, dass das Ding konvergent ist, das heißt, wir nehmen hier ein Minimum, und zwar aus der 1, wenn da die 1 steht, dann ist das Ding konvergent, wenn es kleiner 1 ist, dann kann ich es durchs Majorantenkriterium abschätzen, bleibe konvergent. Und dann packe ich hier tatsächlich das rein, was man erwartet, nämlich die Norm von xn minus yn bezüglich der Norm auf dem Raum en. Und das x ist dann eine Folge, genauso wie das y, die dann in e lebt und Einträge hat in den jeweiligen en. Das ist also nichts Dramatisches. Und das Ding definiert dann eine Metrik. Und dann gelten noch ein paar Aussagen oder ein paar Eigenschaften dieses Raumes, die dann
das ganze Dingen interessant machen und uns dann auch zeigen, warum das eine Konstruktion ist, die gerade das Ziel dieses Kapitels verfolgt, also ferner gelten. Ist XK, K aus N, konvergent oder eine Cauchy-Folge in E? Das ist genau dann der Fall, wenn die Komponentenfolgen xnk, k aus n, wenn die komponentenweise konvergent oder Cauchy-Folgen sind in den En. Komponentenfolgen, da muss immer ein Groß-K sein. Ach, wofür hat man Radiergummi? Komponentenfolgen sind konvergent, beziehungsweise sind eine Cauchy-Folge eben für alle n, in en für alle n aus n. Ja, das heißt, wir haben hier eine Konvergenz erzeugt, die in gewisser Art und Weise einfach ist. Also es ist jetzt nicht plötzlich irgendwas komplett abgespacedes. B, das ist jetzt der interessante Teil, dieser neue Raum E mit dieser Metrik D da oben, das ist tatsächlich ein lokal konvexer metrischer Vektorraum. Ja, das ist natürlich schon mal eine interessante Eigenschaft, weil auf solche Dinger wollen wir natürlich hinaus, letzten Endes, ne? Wir haben jetzt halt hier oben hingeschrieben, lokal konvexe topologische Vektorräume konstruieren, aber natürlich ist ein lokal konvekter metrischer Raum definitionsgemäß auch ein lokal konvexer topologischer Vektorraum. Das heißt, das ist gar kein Problem. Ne, weil metrische Räume sind ja in jedem Fall Hausdorff. Genau, dann haben wir so eine Vererbungseigenschaft, wenn ich in diese ENs nur Banachräume reinstopfe. Dann kriege ich einen Fréchet-Raum raus. Also die harmlose Variante wäre natürlich erstmal zu schreiben, dann ist auch, nee, was heißt, kommt jetzt das F her? Auch aus meinem Kopf, okay. Dann ist die harmlose Variante wäre zu sagen, wenn ich EN Banachräume wähle, dann kriege ich natürlich als Grenzraum, sage ich mal, einen Banachraum raus. Aber durch die Lokalkonvexität und die Vollständigkeit, die durch A impliziert wird, ist es halt so, dass tatsächlich ein Fréchet-Raum rausfällt. Und das ist ja auch hübsch. Ja, und zu guter Letzt, und das ist jetzt der Witz, der uns auf die Nichtnormierbarkeit führen wird. Wenn wir die EN so wählen, dass EN nicht gerade die Menge ist, wo nur die 0 drin ist, und zwar für unendlich viele N, so ist das, was rauskommt, kein Banachraum. Ja, und wenn es kein Banachraum ist, dann heißt das natürlich, dass die Topologie, die dann auf E induziert ist, kann nicht von einer Norm erzeugt werden. Ja, und das ist natürlich genau das, was wir sozusagen hier oben angestrebt haben. Und jetzt müssen wir das im Prinzip nur beweisen. Und wir beschränken uns hier sozusagen drauf, die wichtigen Sachen zu beweisen, die sich nicht irgendwie als Mini-Übungsaufgabe auslagern lassen. Zum Beispiel ist es sehr, sehr simpel. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, nachzurechnen, dass das Ding hier wirklich eine Metrik stiftet. Denn man nutzt halt sehr, sehr stark aus, dass hier drin Normen stecken und die Konvergenz der Reihe ist sozusagen klar, wenn man sich das kurz ein bisschen anguckt. Also die Metrikeigenschaft von D ist klar. Oder rechnet man leicht nach, ganz klar ist sie nicht. Naja, und Teil A ist auch eben eine einfache Anwendung der Definition, ne? Also das heißt, da möchte ich mich jetzt nicht großartig mit aufhalten. Das ist halt insofern nicht schwierig, als dass man wirklich hier nur gucken muss, wenn ich hier eine Komponentenfolge habe, die konvergiert, dann nehme ich halt einen Epsilon-Delta-Beweis oder einen Epsilon-Halbe-Beweis und ziehe das hier rüber. Das ist alles kein Problem. Und hier muss man ein bisschen hinfuddeln, wenn man da irgendwie auf diese Komponentenfolgen runtergehen muss. Und das Ganze ist eigentlich nur schwierig, weil man im Überblick haben muss, welcher Index steht für was. Also das ist nichts Dramatisches.
Jetzt wollen wir aber zeigen, dass wir dadurch wirklich einen lokal konvexen metrischen Vektorraum bekommen. Und da müssen wir natürlich uns jetzt ein bisschen was überlegen. Insbesondere erstmal ist das ganze Ding ein topologischer Vektorraum. Das ist relativ klar, ne? Wenn man die Produkttopologie raufnimmt, ist das alles entspannt. Was ich jetzt natürlich zeigen muss, ist, dass die Skalarmultiplikationen stetig sind und die Additionen stetig sind. Das folgt aber netterweise direkt aus A, respektive aus der Invarianz von D, denn D ist sogar eine invariante Metrik. Das kann man sich auch relativ leicht überlegen. Und dann muss man eben diese Eigenschaft nachweisen, dass wir eine Nullumgebung aus konvexen Mengen angeben, die uns dann sozusagen die Lokalkonvexität liefern. Und das ist die Hauptaufgabe oder die Hauptarbeit. Also gehen wir das Ganze nacheinander durch. Also Stetigkeit der Skalar, ich unterteile das hier nochmal ein bisschen. Stetigkeit der Skalarmultiplikation. Da müssen wir nichts zeigen, weil die folgt natürlich jetzt einfach aus A. Weil dann kann man einfach die Folgestetigkeit draufballern und fertig ist man. Stetigkeit der Addition. Ja, das ist folgendermaßen, das ist jetzt natürlich klar, weil D invariant ist. Ja, wir haben ja gesehen, eine invariante Metrik erzeugt immer eine stetige Addition. Das ist irgendwo in Kapitel 1, 4 oder 5 oder 3. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz. Wir haben es auf jeden Fall gezeigt. Folgt aus der Invarianz von D. Ja, und dass D invariant ist, das ist nicht schwer zu sehen. Na, und dann haben wir hier sofort 1 und 2 zusammen. Das impliziert dann natürlich, dass das E, D zumindest mal ein metrischer Vektorraum ist. Und jetzt fehlt uns eben noch, dass das ganze Ding lokal konvex ist. Und das ist jetzt der eigentliche Punkt, wo man ein bisschen arbeiten muss. Wir machen das hier mal unter dem Abschnitt 3. Also, wir nehmen uns mal ein Epsilon größer 0. Und dazu ein K aus n, das gerade erfüllt, dass 2 hoch K minus 1 mal Epsilon größer als 1 ist. Entschuldigung. Nur so ein Ding existiert, das ist nichts Neues. Ne, dann gilt für x aus e. Die erfüllen, dass die Norm der xn, also der Komponententeile, kleiner als Epsilon halbe ist. Zumindest, wenn 1 kleiner gleich k kleiner gleich n ist. Also diese Voraussetzung brauchen wir. Warum sehen wir wie immer am Ende? Die brauchen wir natürlich, damit am Ende ein Epsilon rauskommt. Also wir nehmen uns jetzt d von x,0. Und wir wollen zeigen, dass das kleiner ist als Epsilon. Weil dann können wir sozusagen schließen, dass die dadurch durch diese Voraussetzung induzierten Bälle oder induzierten Mengen konvexe Nullumgebungen sind. Und dafür brauchen wir eben die Abschätzung für d von x,0. Jetzt müssen wir erstmal hinschreiben, was ist das denn? Ja gut, das ist die Summe von n gleich 1 bis k über 2 hoch minus n Epsilon halbe. Das ist aber nur die eine Hälfte der Wahrheit. Da kommen natürlich noch unendlich viele dazu, nämlich von k plus 1 bis unendlich über 2 hoch minus n. Ne, wir teilen einfach aus. Bis dahin ist das ganze Ding hier ja größer 1. Und danach ist ja das Minimum greifend. Ne? Also ab hier steht ja hier einfach noch Minimum von 1 und der Norm. Naja, aber dann steht hier einfach die 1. Das heißt, hier steht eine geometrische Reihe. Das ist alles entspannt. Jetzt können wir aber sagen, hier können wir ein Epsilon halbe rausziehen. Weil das hat ja nichts mit n zu tun. Ich mache das mal einmal explizit. Und dann bleibt hier zweimal sozusagen. Einmal eine abgeschnittene geometrische Reihe raus, einmal eine verschobene geometrische Reihe. Ja, und dann können wir das nach oben abschätzen, indem wir ganz einfach galant sagen, das hier ist auf jeden Fall kleiner als die Reihe. Die Reihe ist 1, das heißt, da kommt Epsilon halbe hin. Naja, und Entschuldigung, das hier ist auf jeden Fall kleiner als die geometrische Reihe. Da kommt Moment. Nee, das war schon alles richtig, was ich gerade gesagt habe. Das hier ist kleiner als 1, dementsprechend ist das kleiner als Epsilon halbe insgesamt. Ja, und hier kommt gerade raus, das ist gleich 1 durch 2k. Wenn man hier natürlich die geometrische Reihe ausrechnen kann, man kann ja einfach einen Index-Shift machen und es dann wirklich ausrechnen. Ne? Also das ist alles tutti. Das heißt, ich mache das hier nochmal farblich kenntlich, damit man das hinterher noch auseinanderklamüsern kann. Diese Summe hier, die geht quasi, oder ja, das hier geht quasi hier ein. Und das ist sozusagen einfach ausrechnen und geht dann gerade hier rein über.
So, und jetzt kann ich natürlich Folgendes machen. Ich habe ja das Chaos n so gewählt, dass 2 hoch k minus 1 mal Epsilon kleiner als 1 ist. Das heißt, 1 durch 2 hoch k, wenn ich das hier weiß, 2 hoch k minus Epsilon, ist größer als 1. Und ich möchte aber was wissen über 1 durch 2 hoch k. Naja, dann kann ich hieraus natürlich sofort ersehen, das ist dann natürlich kleiner als Epsilon halbe. Also da kommt das her. Und dann haben wir eben, dass d von x, 0 eben gar kleiner als Epsilon ist. Ja, wenn wir also diese ganze Ungleichungskette hier einmal von allem Gestrüpp befreien, steht da ja d von x, 0 ist echt kleiner als Epsilon. Das ist gut. Ja, das wollten wir ja gerade haben. Was bedeutet das jetzt für uns? Naja, das bedeutet, wenn ich mir jetzt diese Menge Vn definiere oder wenn ich mir eine Menge Vn definiere, die gerade eben über diese Eigenschaft der Xn hier läuft, dann kriege ich gerade raus, dass das eine konvexe Nullumgebung ist. Also wir definieren Vn, das sollen alle x aus E sein, deren Komponentenfolgen eben immer kleiner Epsilon halbe ist für 1 kleiner gleich n kleiner gleich k. Habe ich da oben 1 kleiner gleich k kleiner gleich n geschrieben? Das ist ja auch spannend. Moment, nee, das n läuft von 1 bis k, das sollte dann auch so rum sein. Passiert. Hauptsache, es fällt auf. Das ist dann natürlich eine Teilmenge von U Epsilon von 0. Warum? Naja, weil der Abstand dieser x zu 0 ja gerade kleiner als Epsilon ist. Auf die Art und Weise kriegen wir das hier raus. Naja, und das ist natürlich eine konvexe Menge, weil wir ja Normen drin stehen haben. Ferner, das hatten wir ja auch uns irgendwann schon mal überlegt, weil wir hier echte kleiner stehen haben, ist sowas, weil wir es ja in der Teilraumtopologie betrachten im Wesentlichen, ist das hier eine offene Menge. Ja, also konvex und offen. Und eine Nullumgebung, weil es in einer Nullumgebung drin liegt. Ja, das heißt, diese Vn sind konvexe Nullumgebungen. Und zwar für jedes n. Konvexe Nullumgebung. Jo. Jetzt war das Epsilon, was wir reingesteckt haben, aber beliebig. Das heißt, ich kann das sowohl beliebig klein machen, als auch beliebig groß machen. Ja, das heißt, die Menge Vn, n aus n, wir können natürlich sogar wieder auf den abzählbaren Fall zurückziehen, das ist eine Nullumgebungsbasis aus konvexen Mengen. Ja, wenn aber eine Nullumgebungsbasis aus konvexen Mengen existiert, dann war das gerade nach Definition das Kriterium dafür, dass unser Raum E,D lokal konvex ist. Und das heißt, wir haben einen metrischen Vektorraum, der lokal konvex ist, und damit folgt die Behauptung. Das heißt, damit ist B bewiesen. Also hier muss man ein bisschen Arbeit in die Lokalkonvexität reinstecken. So, kommen wir zu C. C ist jetzt, das habe ich aber gerade auch schon beim Aufschreiben des Satzes bemerkt, C ist jetzt eigentlich nur noch ein Aufsammeln der bisher bewiesenen Sachen. Und zwar ist ja C die Aussage gewesen, wenn ich Banachräume reinstecke, dann kriege ich einen Fréchet-Raum raus. Naja, aber das ist jetzt ja gerade die Aussage von A und B zusammengenommen. Also das ist jetzt einfach nur die Aussage von A mit der Vollständigkeit über die Cauchy-Folgen und die lokalkonvexe und der lokalkonvexe metrische Vektorraum zusammengeballert. Ne? Also folgt aus A und B. Da passiert jetzt nichts Dramatisches hinter. Ja, und Teil D, das ist jetzt ja der spannende Teil. Wenn ich En ungleich den Raum mit der Null habe für unendlich viele, dann kriege ich keinen Banachraum raus. Wie machen wir das denn? Naja, wir nehmen mal an, dass die Topologie auf dem so entstehenden Raum E durch eine Norm erzeugt werde. Ne, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann versucht man erstmal mit einem Widerspruch. Das heißt, wir nehmen an, die Topologie von E werde jetzt einfach mal durch eine Norm erzeugt. Nennen wir die Norm mal so, wie man es erwartet. Einfach mit zwei Normstrichen. Wenn das jetzt allerdings durch eine Norm erzeugt wird, dann folgt natürlich sofort, dass es ein Epsilon größer 0 gibt, sodass die Menge V Teilmenge U Epsilon von 0 Teilmenge von x in E Norm x kleiner 1 existiert. Kleiner gleich 1. So.
eigentlich müssen wir noch schauen, es existiert auch ein V. Aber es gibt auf jeden Fall so ein V, das ich da reinschmeißen kann. Ne, das ist dann einfach die Normgeschichte. Das ist im Wesentlichen eine Anwendung von dem, was wir gerade im B gesehen haben. So, was wir jetzt machen, wir finden ein M größer K. Jetzt ist natürlich so, dass bis jetzt noch kein K vorgekommen ist. Das heißt, wir müssen uns irgendwie noch das K beschaffen. Und das K wählen wir einfach, wie wir das in Teil B gemacht haben. Also so, dass 2 hoch K minus 1 mal Epsilon größer als 1 ist. Und dann wählen wir uns xm in em. Und zwar derart, dass xm jeweils ungleich 0 ist. Das können wir ja tun, weil wir haben ja jetzt in der Annahme sozusagen stehen, dass nicht unendlich viele nur aus der 0 bestehen. Das heißt, wir können so ein... Irgendwann finden wir halt einen Index, ab dem sind dann alle so gebaut, dass da eine 0 drin ist. Dass da irgendwas drin ist, was nicht die 0 ist. So, und jetzt setzen wir noch, und das ist eigentlich die clevere Konstruktion dieses Beweises, wir setzen jetzt einen Vektor fest Xi. Der besteht gerade aus den Kronecker-Deltern, Delta nm, mal xm, n gleich 1 bis unendlich. Das heißt, wir kriegen hier wieder so eine Art Diagonalfolge raus, und der steckt natürlich in E. So. Was wissen wir jetzt? Naja, jetzt wissen wir, durch die Konstruktion hier oben, ist Lambda mal das Xi gerade in V, und zwar für alle Lambda größer und gleich 0. Dann ist allerdings nach Definition dieser Menge U Epsilon von 0, die ja hier drin liegt, in X aus E mit Norm X kleiner gleich 1, dann muss natürlich Lambda mal Norm Xi durch diese Norm, die das Ding erzeugt, das muss dann natürlich gerade kleiner gleich 1 sein, weil sonst wäre es nicht da drin. Und zwar für alle Lambda größer 0. Ist jetzt die Norm von Xi positiv, dann klappt das nicht. Weil dann habe ich, wenn ich Lambda beliebig groß werden lassen darf, irgendwann den Fall, dass ich hier größer als 1 werde. Also diese Bedingung hier, die bedingt oder impliziert sofort, dass die Norm von Xi 0 sein muss. Das bedeutet aber, dass in Xi nur Nullvektoren stehen. Also dass Xi selber der Nullvektor ist. Das geht allerdings nur nach Definition, wenn alle xm gleich 0 sind, weil es gibt ja Einträge hier, die könnten ungleich 0 sein durch das Kronecker-Delta. Das bedeutet also xm gleich 0, und zwar für alle m größer k. Aber wir haben gerade vorausgesetzt, dass die alle nicht 0 sein sollen. Das heißt, das ist der Widerspruch. Das heißt, wir haben in diesem Fall tatsächlich hier eine Topologie, die nicht von einer Norm erzeugt wird. Und das ist gerade der Gag. Und den Rest dieses Kapitels, den werden wir jetzt damit verbringen, diese Konstruktion auf verschiedene Grundräume EN anzuwenden und auf diese Art und Weise ein wildes Potpourri von Varianten rauszufiltern. Das machen wir dann im nächsten Video. So, wir fangen mal mit einem ersten Beispiel an, wie man sich jetzt damit lokal konvexe topologische Vektorräume organisiert, die eben keine Norm tragen. Und das ist Beispiel 612. Da fangen wir sogar mit einem relativ natürlichen Raum an. Denn es ist ja so, was passiert denn, wenn ich jetzt einfach mal unseren Körper K, also entweder R oder C, für jedes EN setze? Ja, dann kriege ich ja nach diesem Satz 161D keinen Banachraum. Aber ich kriege einen durchaus wichtigen Raum. Ich kriege nämlich den Raum aller Folgen. Ne? Also es sei Omega, der nennt sich, ist eine Standardbezeichnung, klein Omega dafür zu nennen. Das soll sein k hoch n, die Menge aller Folgen in k. So, mit den üblichen algebraischen Operationen, die man für Folgen kennt, na, also da erfinden wir jetzt nicht das Rad neu. Also komponentenweise Addition, komponentenweise Skalarmultiplikation, ist Omega dann ein Vektorraum. Das ist vielleicht sogar nochmal aus der Analysis bekannt. Je nachdem, wie man es macht, zeigt man das entweder oder man ignoriert einfach die Tatsache, dass sowas ist, weil man braucht eigentlich nie die Vektorraumstruktur, wenn man Analysis betreibt. So, nach Satz 161, den wir jetzt gerade bewiesen haben, ist dann natürlich das Omega sofort ein Fréchet-Raum. Und wir können sogar diese
frischeeraum-induzierende Metrik hingeben, weil wir haben ja in dem Satz explizit eine Metrik konstruiert. Und die ist jetzt einfach d von x, y. Ja, und jetzt müssen wir diese Reihe hinschreiben. Ungleich 1 bis unendlich. 2 hoch minus n, Minimum 1. Und dann kommen eben die Beträge. Xn minus yn. Für zwei Folgen xy aus Omega. Ja, das heißt, wir sehen, eine Folge ist genau dann konvergent. Das ist auch wieder Satz 161, weil wir ja da gezeigt haben, dass die Folgenkonvergenz in dem Fall im Wesentlichen koordinatenweise stattfindet oder komponentenweise. Also eine Folge in Omega ist jetzt genau dann konvergent, wenn jede Komponentenfolge konvergiert. Das ist ja auch genau der Konvergenzbegriff, den man möchte. Denn für endlich viele, also wenn man Konvergenz im R hoch n betrachtet, ist ja die Standardkonvergenz sowieso, man guckt sich jede Komponentenfolge an und guckt, ob die konvergiert. Und man möchte jetzt in der Hinsicht eine konsistente Erweiterung haben, indem man, wenn man das auf den gesamten Folgenraum ausdehnt. Was wir jetzt nicht machen werden, was aber generell ein Untersuchungsgegenstand von solchen Räumen ist, ist die sogenannte Heine-Borel-Eigenschaft. Und man kann in diesem Fall zeigen, dass Omega diese Eigenschaft hat. Dass Omega die Heine-Borel-Eigenschaft hat. Was ist die Heine-Borel-Eigenschaft? Die ist eigentlich ganz witzig. Wenn wir im Folgenden auch mal ein bisschen mit HBE abkürzen. Die sagt aus, dass jede beschränkte, abgeschlossene Menge kompakt ist. Das ist also die Richtung des Satzes von Bolzano-Weierstrass oder des Satzes von Heine-Borel, die im Allgemeinen nicht gilt. Also wir haben ja, irgendwann sieht man mal, wir haben das nicht gesehen, aber irgendwann sieht man mal im Laufe seines Studiums, dass jede kompakte Menge beschränkt und abgeschlossen ist. Das haben wir, glaube ich, sogar gesehen. Und im Endlichdimensionalen gilt die Äquivalenz. Das heißt, eine Menge ist genau dann kompakt, wenn sie beschränkt und abgeschlossen ist. Das gilt allerdings in allgemeineren Räumen, insbesondere in nicht-endlichdimensionalen Räumen, nicht. Wir werden auch noch Gegenbeispiele für diese Heine-Borel-Eigenschaft sehen. Aber das ist gerade der formale Rahmen, in dem das Ganze formalisiert wird. Also in dem jede beschränkte und abgeschlossene Teilmenge K-Timing Omega kompakt ist. Ist kompakt. So. Das wollen wir jetzt hier aber nicht zeigen, weil das ist nicht dramatisch schwierig, aber das ist jetzt nicht das, worauf dieses Beispiel hin will. Dieses Beispiel zeigt einfach nur sozusagen die einfachste Anwendungsmöglichkeit dieses allgemeinen Konstruktionsprinzips auf einen Raum, der jetzt gar nicht so exotisch ist, weil der Omega, den braucht man ja durchaus schon mal. Und diese Eigenschaften einzeln nachzuweisen, also dass Omega ein Fréchet-Raum ist, ohne diesen Satz, das ist natürlich eine ekelhafte Rechnerei, weil man muss sozusagen alle Rechnungen und alle Teile des Beweises von 161 für den Spezialfall Omega nachrechnen. Und dann merkt man hoffentlich, dass das eine Abstraktionsstufe höher gehen kann. Also so ist das Ganze ja gekommen. Man hat erstmal geguckt für einzelne Räume, wie kann ich das machen? Und wenn man das für 3, 4 Räume gemacht hat, sieht man, da scheint was hinterzustecken, weil es immer gleich geht. Und dann kommt man auf so einen Satz und den kann man dann im Allgemeinen beweisen. Und hier sehen wir halt, wie der auf eine relativ einfache Menge wirkt. Ja, für die nächsten beiden Beispiele, da erinnern wir uns jetzt erstmal an zwei Konvergenzbegriffe für Funktionenfolgen, die jetzt im Wesentlichen eine Rolle spielen, weil wir jetzt im Prinzip schauen wollen, wie wir Räume konstruieren, die gerade diese Konvergenzen beschreiben. Das ist einmal Definition 163, damit verbunden dann noch eine kurze Bemerkung. Das packen wir in ein Video, weil das ist sonst ein bisschen lächerlich. Also wir nehmen uns mal XY topologische Räume. Und dann nehmen wir uns eine Funktionenfolge Fn, die jeweils den Raum X in den Raum Y abbildet. So, dann haben wir im Wesentlichen zwei Begriffe, nämlich lokal gleichmäßig konvergent und kompakt konvergent. Ja, und wer die Funktionentheorie vielleicht schon mal gehört hat, egal ob jetzt hier auf dem Kanal oder
in der Uni oder sich generell mal damit beschäftigt hat, der weiß, dass die lokal gleichmäßige Konvergenz der Konvergenzbegriff ist, der Funktionentheorie trägt. Also diese Folge Fn heißt jetzt lokal gleichmäßig konvergent. Wenn sie sozusagen auf jedem Kompaktum gleichmäßig, nee, Entschuldigung, das wäre eben falsch. Wenn es zu jedem Punkt eine Umgebung besitzt, sodass auf dieser Umgebung gleichmäßig konvergiert. Wir werden aber gleich kompakte Konvergenz kriegen und das ist das, wie man so normalerweise in der Funktionentheorie einführt. Weil man überlegt sich dann relativ leicht, dass lokal gleichmäßige Konvergenz in gewissen Fällen mit der kompakten Konvergenz übereinstimmt. Das sagt nämlich gerade gleich diese Bemerkung aus. Also heißt konvergent gegen eine Grenzfunktion. F von x nach y. Wenn jeder Punkt x aus x eine Umgebung ux besitzt, mit fn gegen f gleichmäßig in ux. Also das heißt, jeder Punkt hat nur irgendeine Umgebung, auf der das dann gilt. Und dann eben die kompakte Konvergenz. Fn heißt kompakt konvergent gegen f. Ja, wenn Fn eben auf jedem Kompaktum K-Teilmenge x gleichmäßig gegen f konvergiert. Aber wobei f hier wieder die Grenzfunktion sein. Das ist ne, alles immer so ein bisschen doppelt gemoppelt. Gut, jetzt habe ich gerade im Prinzip bei mir im Kopf schon wieder den Fehler gemacht. Was heißt ein Fehler? Die Annahme, dass die beiden Dinger äquivalent sind. Da ist es allerdings so, da gibt es eine notwendige Bedingung für. Also notwendig, je nachdem, in welche Richtung man guckt. Es ist nämlich so, normalerweise, also ich habe das glaube ich in meiner Funktionentheorie auch so definiert, dass man sagt, okay, eine Folge heißt lokal gleichmäßig konvergent, wenn sie auf jedem Kompaktum gleichmäßig konvergiert. Und dann macht man das in der Funktionentheorie häufig noch so, dass man sagt, auf jeder kompakten Kreisscheibe um den Punkt herum, weil im Zweifel kann man ausschöpfen. Und es ist tatsächlich so, dass das fundiert ist, nämlich es ist so, die lokal gleichmäßige Konvergenz, wie sie da oben definiert ist, die impliziert natürlich immer die kompakte Konvergenz. Und die beiden sind äquivalent, wenn das x-Lokal kompakt ist. Ja, und da ja, C ein lokal kompakter Raum ist, kann man in der Funktionentheorie halt die lokal gleichmäßige Konvergenz immer über die kompakte Konvergenz definieren. Das ist immer ganz convenient, wie man so schön sagt. Also ist x-Lokal kompakt. So sind beide Begriffe äquivalent. Und das hilft dann eben aus, diese ganze Theorie in der Funktionentheorie ein bisschen konziser zu entwickeln, wo man sich dann eben nicht um die Topologie großartig kümmern muss, weil man eben auch nicht wissen muss, was ist eine Umgebung. Na, aber so funktioniert es eben auch ganz gut und so ist es dann auch entspannt. Und wir wollen jetzt eben gucken, dass wir irgendwie schauen, kriegen wir denn Frischeeräume gebaut oder wenigstens lokal konvexe topologische Vektorräume, die irgendwie diese Konvergenzen beschreiben. Also die kompakte Konvergenz beschreiben oder die eben die lokal gleichmäßige Konvergenz beschreiben. Das ist sozusagen der Fahrplan für den Rest dieses Kapitels. Ja, um dieses Ziel jetzt zu erreichen, das ist Beispiel 165, müssen wir uns jetzt erstmal ein geeignetes Setting überlegen, in dem das Ganze überhaupt Sinn macht. Oder Sinn ergibt, besser gesagt. Also wir nehmen uns mal eine Menge Omega, Teilmenge des R hoch n, offen. Ja, und dann nehmen wir uns C von Omega, das ist wie immer der Raum aller stetigen Funktionen auf Omega. Also f ist stetig auf Omega. Mal ganz lapidar hingeschrieben. Normalerweise soll natürlich sein f von Omega nach R hoch n, aber das denken wir uns mal dazu. Und jetzt ist es wieder so, wenn ich diese Menge mit den üblichen algebraischen Operationen für Multiplikation und
Addition von Funktionen ausstatte, dann ist natürlich auch C von Omega ein Vektorraum. Also das ist jetzt eine Argumentation, die sich durch dieses Kapitel im Wesentlichen durchzieht, weil wir ja jetzt eigentlich nur Beispiele betrachten. So, und jetzt ist das Ziel, wir wollen eine Topologie, eine Vektorraumtopologie einführen. Auf diesem C von Omega, sodass die Konvergenz in dieser Vektorraumtopologie gerade die kompakte Konvergenz ist. Und man überlegt sich jetzt, das ist nicht ganz so trivial, da möchte ich jetzt allerdings an dieser Stelle drauf verzichten. Man kann sich jetzt überlegen, dass die Teilraumtopologie hier nicht funktioniert. Ja, also da werden wir nicht weiterkommen. Wir müssen jetzt also ein bisschen tricksen. Das ist eine Konstruktion, die man tatsächlich, also ich weiß nicht, ob man da drauf kommt, wenn man sie nicht kennt, aber wenn man sie kennt, kann man sie zumindest nachvollziehen und dann adaptieren. Wir fangen erstmal an, was vielleicht noch am nächsten liegt. Wenn ich irgendwas über Kompaktheit wissen will, dann nimmt man sich häufig erstmal eine Ausschöpfungsfolge, mit der man dann besser argumentieren kann. Also wir wählen eine Ausschöpfungsfolge. Kn kompakter Mengen. Die nennen wir Kn. Die sollen in, also haben wir da, kompakter Mengen, die in Omega leben sollen. Und eine Ausschöpfungsfolge heißt in unserem Falle, dass zum einen Kn drin liegt im Kn plus 1, dem offenen davon. Und zum anderen soll das heißen, dass wenn ich alle Ausschöpfungsdinger zusammenschmeiße, also die Vereinigung bilde von Kn, dann ist das zum einen das gleiche, als wenn ich die Kn innen vereinige. Und es soll in jedem Fall ganz Omega rauskommen. Jetzt müsste man sich streng genommen überlegen, dass so eine Ausschöpfungsfolge immer existiert. Das habe ich, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, in der Funktionentheorie mal gezeigt. Das ist einfach nur ein bisschen, man baut sich diese Mengen und rechnet die Eigenschaften nach. Das ist ein bisschen technischer Kleinkram. Dann folgt natürlich, und das ist jetzt das Wichtige, zu jeder kompakten Menge K Teilmenge Omega existiert jetzt natürlich eine natürliche Zahl, ein M aus N, ja, sodass ich sozusagen das K durch einen Kn einfangen kann. Ja, wenn man sich das vielleicht mal hinmalt, man kann sich ja zum Beispiel für den R2 kann man sich eine ziemlich entspannte solche Ausschöpfungsfolge konstruieren. Man setzt nämlich einfach Kn als die Umgebung Un von 0 und dann schließt man das Ding ab. Ja, dann kriegt man natürlich, wenn man das jetzt wirklich hinmalt, kriegt man einmal raus die Einheitskugel. Ich versuche das hier mal wieder. Na komm her. Versucht das hier mal wieder einigermaßen zu treffen. Also das wäre dann zum Beispiel unser U1. Jetzt ein vernünftiges Koordinatensystem getroffen, ging es noch einfacher. Dann haben wir hier, ne, das ist U3, verdammt. Alles, was man nicht vorbereitet, das ist immer ein Stress. Dann haben wir hier, oh ja, haben wir zu viel geklickt. Dann haben wir hier, oh, war schon richtig so. Ich muss ja 4. Ich bin ja auch blöd. Radius ist ja nicht gleich Durchmesser. Dann haben wir hier unsere U2, die wir jetzt irgendwie mal so ein bisschen zurechtstauchen, dass es so aussieht, als wäre es wirklich eine Kugel. Und so weiter und so fort. Wir denken uns jetzt mal den Rest dazu, weil diese Kreise zu zeichnen sind halt echt immer unspannend. Ja, und auf die Art und Weise erhalten wir natürlich, dass U1 liegt in U2
innen, ne? Das ist ja alles ganz normal. Und das Ganze bubbelt sich so rum. Wenn ich natürlich alle diese Kreise vereinige, dann kriege ich auch ganz R2 raus. Also das wäre ein einfaches Beispiel für eine Ausschöpfungsfolge. Und natürlich sind diese Mengen kompakt, ne? Weil die sind beschränkt und abgeschlossen. Und im endlichdimensionalen passt das dann nämlich genau. So. Wenn ich mir jetzt also irgendeine kompakte Menge nehme, zum Beispiel sowas hier, ne, dann brauche ich doch noch unsere dritte Kugel. Ich hoffe, die ist jetzt noch. Komm, wähl sie doch jetzt bitte aus. Dankeschön. Ich hoffe, die passt jetzt ungefähr. Ja, ist ein bisschen groß, aber ist egal. Mit ein bisschen Fantasie ergibt das ungefähr eine Kugel. Ja, dann habe ich hier natürlich jetzt erstens noch eine Kugel zu beschriften und zweitens die Pünktchen zu verschieben, aber das ist ja alles kein Problem. So, dann haben wir jetzt natürlich hier die Geschichte, dass dieses Kompaktum K jetzt natürlich eingefangen ist durch die dritte Kugel dieser kompakten Ausschöpfung. Ja, das heißt, wir haben hier für diese kompakte Menge eben ein M aus N gefunden, sodass K... ja, doch, stimmt schon. Sodass K dann in dem K3 liegt, das wäre also das M. Und dann liegt es natürlich auch in allen höheren drin für alle N größer gleich M. Ja. Das heißt, das ist damit natürlich auch... Das ist jetzt dieser Teil hier. Sich damit natürlich auch in K4, in K5 und so weiter und so fort. Also das wäre sozusagen das Bild, was man dazu im Kopf haben kann, wenn man sich so eine kompakte Ausschöpfungsfolge vorstellt. Und jetzt ist es halt natürlich so, dass wir uns erstmal noch geeignete Begriffe basteln müssen. Ja, wie machen wir das denn jetzt überhaupt? Wie kriegen wir denn jetzt unseren Satz da irgendwie eingebastelt? Wir müssen ja irgendwelche Räume EN reinstecken. Und die müssen wir uns jetzt erstmal basteln. Also, für n aus n setzen wir jetzt einfach mal eine Norm fest. So, was müssen wir denn, was können wir auf stetigen Funktionen für eine Norm benutzen? Naja, die Maximumnorm auf kompakter ist gut, nehmen wir die. Na, also nehmen wir Norm fn, das ist, Norm f, Index n an der Norm. Das soll sein das Maximum t aus kn über den Betrag f von t. Und ja, weil das ganze Ding hier ein Maximum ist und das eine stetige Funktion, existiert das und ist endlich. Das heißt, das ist eine sinnvolle Wahl für eine Norm auf c von kn. Ja, denn mit dieser Wahl ist jetzt sofort klar, dass c von kn, mit dieser Norm n eben ein normierter Raum ist. Und man kann sich leicht überlegen, ich glaube, wir haben das in der GFA mal gemacht, ansonsten ist das kein schwieriges Argument, man kann sich leicht überlegen, dass das dann auch alles Banachräume sind. Also das heißt, das Ding ist ein Banachraum. Ja, und auf Banachräume können wir ja unseren Satz anwenden. Das ist ja schön. Ne? Das heißt, wir kriegen raus mit dem 161, dass gerade das Produkt n gleich 1 bis unendlich über die c von kn, dass das gerade ein Fréchet-Raum ist. So. Ja, das ist schon mal ein guter Zwischenstand. Jetzt haben wir zumindest schon mal was, womit wir mit diesem Satz arbeiten können. Weil nur auf c von Omega, da können wir ja nichts machen. Und jetzt kommt im Prinzip die Konstruktion. Es geht darum, dass wir jetzt ja eine Abbildung haben wollen von C Omega in diesem Produktraum, die schöne Eigenschaften hat. Die sollte zum Beispiel linear sein, damit sie in unser Thema passt. Und zum anderen sollte sie am besten injektiv sein, damit wir irgendwas mit ihr anfangen können. Und die natürliche Wahl bei dieser Ausschöpfungsfolge ist jetzt einfach eine Funktion zu nehmen und eine Abbildung zu nehmen von C von Omega und die einzuschränken auch das auf das jeweilige Kompaktum, das für alle kompakter zu machen und dann Folge draus zu basteln. Dann landen wir nämlich gerade in diesem Produktraum. Und das ist jetzt sozusagen der Ansatz, den wir auch verfolgen werden.
Also, wir definieren uns die Abbildung. Die nennen wir Groß Phi. Ja, und die soll gehen von C von Omega. Irgendwie schwebt hier gerade ein H an der Hand rum. Momentchen. Die soll gehen von C von Omega in diesen Produktraum. Also in Produkt n gleich 1 bis unendlich C von Kn. Ja, und was soll sie machen? Sie soll sich eine stetige Funktion auf Omega schnappen, die jeweils einschränken auf die kompakte Menge Kn. Ja, und dann die Folge rausspucken, die halt rauskommt, wenn ich das für alle n mache. Das heißt, das hier ist definitiv in dieser Menge drin. Also alles wohl definiert. Und diese Abbildung, das kann man sich leicht überlegen, ist dann linear. Ja, denn das Argument, das bezieht sich ja auf f und g, bezieht sich auf die Funktion. Das heißt, ich kriege hier eine Folge raus, f plus g eingeschränkt auf kn. Naja, aber das ist gerade nach der üblichen Operation von Folgen, gerade f eingeschränkt auf kn plus g eingeschränkt auf k. Ja, das heißt, das ist linear, mit der Skalarmultiplikation verhält sich das genauso. Und sie ist vor allen Dingen injektiv. Da müsste man sich jetzt eigentlich hinstellen und das wirklich einmal nachrechnen, aber das ist logisch, weil diese Abbildung ist natürlich, zwei Abbildungen sind natürlich genau dann gleich, wenn ihre Einschränkungen auf alle diese Mengen gleich sind. Weil die in der Vereinigung ja den ganzen Raum ergeben. Und was man dann entweder abliest oder nachrechnet, ist, dass das Bild von diesem Phi relativ explizit ausgerechnet werden kann. Das sind nämlich gerade alle Folgen fn, n gleich 1 bis unendlich, aus diesem Produktraum n gleich 1 bis unendlich c von kn. Ja, sodass fm eingeschränkt auf das j k, also auf kj, dass das das gleiche ist wie fj. Und zwar für alle m größer gleich j und j aus n. Also die sind in gewissermaßen, sind die Dinger mit sich selbst konsistent. Ja, das heißt, wenn ich mir irgendeine Abbildung nehme, F30, und ich schränke die ein auf das Kompaktum K3, dann kommt auch das F3 raus, weil ja diese Abbildung gerade definiert ist über die Einschränkung auf alle Kompakter. So. Diese Menge, die ist jetzt aber abgeschlossen. Und insbesondere ein Unterraum. Ne, das heißt, R von Phi ist abgeschlossener Unterraum. Ja, von unserem Produktraum. Von n gleich 1 bis unendlich CKN. Muss ich kurz hier wieder mein Blatt Papier wechseln. Eine Sekunde. Jetzt haben wir für solche Fälle haben wir in Kapitel 1.2 einen Satz entwickelt, nämlich Satz 1.2.17. Und ich hoffe, jetzt im Nachhinein kommt dann langsam auch raus, warum wir dieses topologische Vorgeplänkel überhaupt brauchen, weil das halt immer mal wieder in anderen Gewändern vorkommt. Der sagt uns jetzt nämlich gerade, dass R von Phi mit dieser Eigenschaft eine Fréchet-Raum ist. Weil Teil eines Fréchet-Raums, das ist im Wesentlichen das, was in 1 zu 17 steht, mit ein paar Eigenschaften, ist ein Fréchet-Raum. Ja, und mit der Metrik, die können wir jetzt auch hinschreiben. Und das ist jetzt hoffentlich nicht mehr überraschend, was da für eine Metrik hinkommt. Das ist nämlich einfach d von fg gleich Reihe n gleich 1 bis unendlich, 2 hoch minus n, Minimum 1 Norm f minus g in dieser n-Norm, die wir oben definiert haben. Das ist immer die gleiche Konstruktion. Das ist der Gewinn dieser allgemeinen Betrachtung. Das heißt, Zwischenstand, wir wissen jetzt, R von Phi ist ein Fréchet-Raum mit dieser Metrik. So, und jetzt ist es so, dass wir wieder Satz 1.6.1 anwenden können und zunächst mal die Konvergenz in diesem Raum charakterisieren können, also in dem C von Omega. Ja, also Fn, Teilmenge C von Omega, konvergiert jetzt genau dann. Und das ist jetzt wieder Satz 1.6.1, wenn sie auf jedem Kompaktum konvergiert. Also wenn sie kompakt konvergiert. Durch diese Ausschöpfungsfolge. Ja, also hier steckt drin 1.6.1. Und man kann jetzt zeigen, und das ist wirklich Arbeit,
Dieses C von Omega hat nicht die Heine-Borel-Eigenschaft. Ja, das heißt, wenn wir uns die Heine-Borel-Eigenschaft nochmal ganz kurz vor Augen führen, da, das heißt, es gibt beschränkte abgeschlossene Mengen in C von Omega, die nicht kompakt sind. Das heißt, C von Omega ist in dieser Hinsicht ein hässlicher Raum, ne? Weil eigentlich möchte man die HBE haben, weil die HBE macht den Raum in gewisser Hinsicht einfacher. Aber C von Omega erfüllt das eben nicht. Die stetigen Funktionen, das ist intuitiv, aber auch irgendwie logisch, haben nicht genug Struktur. Ne? Die haben nicht genug Differenzierbarkeit, nicht genug Regularität. Jetzt noch eine kleine Bemerkung, man kann das Beispiel noch verallgemeinern. Denn es ist gar nicht nötig, dass das Omega normiert ist, sondern man kann Omega auch durch einen lokal kompakten topologischen Raum ersetzen. Das Problem, was man sich einhandelt, wenn man das tut, ist, dass man technisch viel Schwierigkeiten an Bord holt, denn dann existiert nämlich im Allgemeinen keine Ausschöpfungsfolge mehr. Das ist natürlich doof, weil die Ausschöpfungsfolge war ja das Hauptargument. Also keine Ausschöpfungsfolge kompakter Mengen mehr. Was man aber natürlich auf einem lokal kompakten topologischen Raum haben kann, ist, man kann sich wieder eine Familie von Halbnormen basteln. Ja, also stattdessen verwendet man doch bitte die Familie von Halbnormen P, die Folgendes tut, die aus allen PK besteht, wobei K kompakt ist. Also man nimmt sich für jedes Kompaktum nimmt man sich so ein Funktional und das definiert man gerade durch diese Maximumgeschichte. Na, also hier, die Kernkonstruktion bleibt wieder die gleiche, weil man hier wieder die gleiche Norm in Anführungsstrichen einführt. Die ist allerdings durch das Fehlen der Ausschöpfungsfolge eben keine Norm mehr, hat aber hier eine Nummer. Da kann man sich in der Literatur viel zu einlesen. Der Rodin hat viel zu lokal konvexen, lokal kompakten Räumen geschrieben. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, wenn einen das ein bisschen tiefer interessiert. Wenn man das macht, dann erhält man einen lokal konvexen topologischen Vektorraum, der aber im Allgemeinen nicht mehr metrisierbar ist. Ja, das heißt, das ist nochmal eine Konstruktion, die so drei Stockwerke schwächer ist als das, was wir hier vorgebastelt haben. Aber das, was wir hier gemacht haben für C von Omega, reicht uns vollkommen aus.